Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3. Ja, es ist schon eine Weile her, dass wir das gespielt haben, also zumindest für mich. Ich muss jetzt mal ein bisschen wieder reinkommen, gucken. Okay, genau, wir waren hier gewesen und genau, ich hatte noch was in die Tour gepackt gehabt nach der letzten Folge, soweit ich weiß. Hab das Inventar noch mal ein bisschen neu sortiert. Und für uns geht es jetzt. Genau, ihr seid jetzt zur Burg. Aber kannst du auch eine auch Fremdländer dürfen es gern versuchen. Ruhm und Ehre reicht überall hin. Ob der so stark ist wie er. Okay. Es kann besser. Gut. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Dann kommen wir auch wieder ein bisschen. Ich bin allzeit bereit. Auch jetzt. Ich will erst ein paar Worte mit dem Fremdländer wechseln. Okay. Es geht um meine Erika. Siehst du sie? Ich muss heute gewinnen. Sie schaut zu. Ich habe keine Chance gegen dich, das weiß ich. Aber ich habe gedacht, dass du mich vielleicht gewinnen lässt. Normalerweise würde ich das machen, aber. Hör zu, wenn ich das mache, werden wir es beide bereuen. Glaub mir. Aber es geht um Erika. Du verstehst rein gar nichts. Schluss jetzt mit dem Geschwätz. Kämpft! Es tut mir leid, Kumpel. Bei den Geistern aus Mörhoff! Nächstes einfallen. Zusammenbleiben! Verlieren wir die Nerven. Oh. Okay. Keine Chance gegen mich? Ja, sehe ich ein bisschen anders. Bei den Geistern aus Mörhorn! Na, wie lange soll ich noch warten? Zusammenbleiben! Der ist auch ein bisschen, ne? Ein bisschen over. Echt? Oh. Komm schon, komm näher. Ja, noch mal ein bisschen. Sehr schön. Oh. Der Fremdländer hat gewonnen. Erika, warte! Lass sie gehen. Du hast noch zwei Kämpfe vor dir, bevor du um den Titel des Meisters von Skellige kämpfen kannst. Du musst einer auf Faroe besiegen und Grimm in Helmstein, einem Dorf auf Art Skellig. Viel Glück dabei. Okay, gut zu wissen. Dankeschön. Ob der so stark ist, wie er aussieht? Hat sich jetzt ja gezeigt. Neues Handwerksschema, Gräber. Ach, Katze. Ja. Okay. Ein Kaufmann. Was hat der denn so anzubieten? Hallo. Willst du was kaufen? Ja, mal schauen, ne? Was ist das denn so? Zeig mir deine Ware. Ah, hast du schon gelesen, okay. Ist ja nicht gefertigt, die Rennsattel. Warum habe ich die Greifen? Achso, ja, weil wir die eventuell noch gebrauchen können. Genau, deswegen hatte ich die dabei. Und die wollte ich eigentlich verkaufen, ne? Glaub schon. Ist jetzt auch egal. Jetzt ist verkauft. Bis dann. Wiedersehen. Okay, das war eine sehr komische Position, wo wir gerade standen. Ach, hier müssen wir gar nicht lang. Erst stolzieren Sie hier rum, diese Festlandhelden. Wo sollen wir denn hin? Ruhe, ist nicht so viel.
Warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Bauchtreffer kriegst und sich nicht hier. Hier sind wir hoch, okay. Ist aber echt schön hier. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sieht so cool aus. Vor allen Dingen schwer zu belagern, also schwer einzunehmen, denke ich mal. Das Einzige, was man da macht, ist natürlich auch ein Nachteil, wenn man halt nur eine Brücke hat, also einen Zugangspunkt. Der ist zwar gut zu verteidigen, aber wenn der futsch ist, dann ist es mit Belagerung ziemlich easy. Aber bis die da angekommen sind, ich meine, den ganzen Weg, den wir jetzt hier latschen, kann man so dermaßen gut mit Fallen und so weiter bespicken, eigentlich, rein theoretisch. Vor allem die Felswände da würden auch echt viel hergeben. Da das Dorf da unten ist, würde schon schwierig werden, tatsächlich. Denke ich mal. Okay. Das stimmt. Deswegen schwinge ich auch kein Schwert, also ich persönlich. Brücke nach Kertrolde. So. Da sind wir jetzt in ein Gespräch gestolpert. Finde ich gut. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Oh. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Gellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis eines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Stellst du mich vor, Jen? Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Verständlich. Wenn der Mann gerade gestorben ist... Warum überrascht mich das nicht? Geralt, was hast du dir nur angezogen? Sieht doch cool aus. Ich will keinen von deiner Schönheit ablenken. Ein Mann an der Seite einer Frau ist ein Accessoire. Er sollte ihre Schönheit unterstreichen. Aber danke für das Kompliment. Aha, wir sind also nur ein Accessoire. Du weißt genau, ich hasse solche Anlässe. Ich mag keine Begräbnisse und keine Feiern. Ich weiß, halbrohes Fleisch und Teleportationen magst du auch nicht. Aber manchmal müssen wir alle die Zähne zusammenbeißen. Gibt es überhaupt irgendwas, was er mag, abgesehen von Yen? Suchen wir Krach. Wir sollten uns unter das Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft verlieren? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Ja, das aber bleibt, dass wir nichts trinken. Ich kann das nicht versprechen. Die scheinen doch eher so Wert drauf zu legen. Also wir nehmen natürlich Gastfreundschaft an und so weiter. Was habt ihr zum Abschiedsfest mitgebracht? Wir machen einfach erstmal die Hauptstory. Wir können später gucken. Wir haben auch Wein aus fernen Melitele-Tempeln. Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Muss schon sagen, er steht dir. Dankeschön. Ich mag den Bart auch. Und ich mag auch kurze Frisuren, deswegen habe ich mich für den Rebellenstift entschieden. Sei gegrüßt, ja. Armwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Schön, dich kennenzulernen. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kreid sprechen.
Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Mhm. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht. Direkt neben seiner Tochter Zenith. Ah, okay. Zenith. Folgt mir bitte. Wir folgen. Auf Schritt und Tritt. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Ja. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Ah, zweifelhafte Ehre, okay. Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder. Sehr nett. Ceres, wir kennen ja noch den Namen, haben wir gerade gehört. Wir sitzen offenbar nur mit Jarlssöhnen zusammen. Ceres Ankret ist eine Jarlstochter, Geralt. Jarlstöchter sind Jarlssöhnen gleichgestellt. Ah, okay. Schon gewusst, dass jeder einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch, denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg rausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer dein Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Mhm. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Okay. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auf. Und wenn ich ihn bezwing, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht. Geralt? Tja, warum nicht? Wir nehmen alles mit. Wie sind die Regeln? Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Klingt plausibel. Vor Langeweile. Los geht's. Echt? Man kann vor Langeweile kotzen? Darum ging's mir letzter Zeit so dreckig. Da sind wir. Ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Okay. Ich bin bereit. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Alles klar. Dann machen wir das. Los. Du. Wir klettern noch nicht mal, wir springen einfach hoch. Ziegen! Ist wie hoch? Ah, ne, wahrscheinlich. Hier geht's hoch. Alles klar. Ah, das ist falsch. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Ja gut, wir haben ein paar Mal verloren. Na gut, bei der brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, glaube ich. Die ist ja nicht so schnell unterwegs. Aber Schnelligkeit muss ja nicht auch immer Vorteil sein. Manchmal liegt auch die Ruhe in der Kraft. Oder die Kraft in der Ruhe? In der Ruhe liegt die Kraft. So heißt das Spruch, ne? Ja, gut, ich hab's zusammengekriegt. Meine Güte. So. Gewonnen, aber nur um Haaresbreite. Spielt keine Rolle. Man gewinnt oder verliert. Und ich habe verloren. Gehen wir zurück zum Leichenschmaus. Ja. Oh, das tut mir jetzt leid. Aber hey, wer sich mit einem Hexer anlegt, ne, der muss auch mit sowas rechnen. Dafür, dass wir uns zweimal verlaufen haben, war es doch schon eher eine peinliche Niederlage.
Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ich hab verloren. Gegen einen Hexersperber. Hätte jedem von uns passieren können. Tja. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Ich nicht, trinken wir. Ja, komm. Auf Zeus. Met und einen Krug für den Mann. Auf Bran. Möge es ihm im Jenseits an nichts fehlen. Und meine wunderschöne Begleitung. Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Okay. Schämst du dich nicht? Holger Schwarzwand. Geralt, dies ist Holger Schwarzwand, Birma, Brans Witwe und unsere heutige Gastgeberin. Ihr kennt euch bereits. Ja. Witwe? Die Pflicht einer Witwe ist es, bei ihrem Ehemann zu sein. Die Pflicht einer Witwe ist es, sich um den Königssohn zu kümmern. Nicht nach unserem Brauch. Eure Bräuche sind barbarisch. Wir sollten sie einmischen. Jan hat recht. Es geht uns ja im Prinzip nichts an. Aber recht hat sie ja auch. Aber prinzipiell geht uns das nichts an. Aber ich finde es selber barbarisch. Ja, komm. Ein Brauch, der von Witwen verlangt, sich selbst zu verbrennen, ist zu hart. Fremde. Holger, willst du uns nicht zeigen, was echter Mut ist und durchs Feuer gehen? Wir finden sicher genug Holz dafür. Nennst du mich einen Feigling? Ruhig, Holger. Du sprichst mit einer Witwe auf dem Leichenschmaus ihres Mannes. Dein Verlust tut mir leid. Ich habe viel Gutes über Bran gehört. Ich werde ihn sehr vermissen. Ich war nicht seine erste Frau, aber ich gebar ihm seinen ersten Sohn und habe ihn bis zum Tod begleitet. Wir haben viele Jahre miteinander verbracht. Wir sollten weitergehen. Lass uns gehen. Für uns wird es auch Zeit. Komm, Swanrick. Birna ist eine intrigante Hure. Weigert sich einzugestehen, dass ihre Herrschaft vorbei ist. Bran hat gewusst, wie er sie im Zaum hält. Lasst uns auf ihn trinken. Ja, komm. Auf Bran. Komm, Geralt. Bleib doch und halt mit uns ein Schwätzchen, Geralt. Holger, auf dein Wohl. Und besonders das deiner schwarzen Hand. Eigentlich sollten wir nichts trinken. Aber ich habe so das Gefühl. Möge der Schwanz des Kaisers von Nilfgaard schlaff wie eine Nudel bleiben, dass kein dreckiger Nachwuchs den Thron besteigt. Ich glaube, sie ist ein bisschen pisst. Was hast du in den Innereien des Tieres? Ja, was willst du denn noch tun? Den Inseln stehen harte Zeiten bevor. Sprich Klartext. Das Herz war deformiert. Immer ein schlechtes Omen. Für mich? Hörst du? Was wird das mir? Keine Angst, Jarl. Ich lass dich nicht sterben, gewiss nicht. Befolge einfach meinen Rat. Darf ich euch Geralt von Riva vorstellen? Geralt, das ist Udalric, Jarl des Brockwa-Clans von Spikarok und sein Berater Hjord. Der Weiße Wolf. Willkommen. Dankeschön. Was erwartet Jenne von mich? Wenn ich darf, Jenne, würde ich gerne etwas über uns fragen. Was hält die Zukunft für uns bereit? Du wirst die finden, die du suchst. Doch sie wird sterben. Ja, kennen wir schon. Kein großgewachsener, dunkelhaariger Fremder für mich? Dann muss ich wohl mit dir vorlieb nehmen, Geralt. Ich höre Spott in deiner Stimme. Aber meine Omen lügen nicht. Darum ging es ja auch nicht. Wir wussten das schon. Schön, dass wir uns gesehen haben. Schön, euch kennengelernt zu haben.
Ein Hoch zum Gedenken an König Bran. Sie guckt schon wieder so, mein Gott, aber es ist Skiri König. Auf Bran. Geralt, ich brauche dich nüchtern. Möge eure Zukunft nicht so düster sein, wie sie erscheint. Dankeschön. Ich weiß, wir sollten nüchtern bleiben. Die Schmerzen kommen zurück, mein Kopf tut wieder weh. Oh, das ist nicht gut. Wir lassen euch jetzt allein. Ich glaube, das wird nur eine Quest. Seltsamer Mann. Er soll sehr krank sein. Dafür macht er aber heute einen guten Eindruck. Ich gehe mal davon aus, dass er irgendwie Tumor oder sowas hat. Ja? Bitte? Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yardona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab, steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Nicht sehr nett. Genug. Das lernen wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Geh bitte vor die Tür. Regelt das draußen. Wer zum Teufel bist du, dass du mir Befehle erteilst? Jemand mit besseren Manieren. Du beleidigst Brans Andenken und Krachs Gastfreundschaft. Der Kaiser wäre hoch erfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Das stimmt. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's mal, wenn du keine Ahnung hast. Du gehst zu weit, Lukas. Weißt du was, Lukas? Ich scheiße auf eure heiligen Regeln der Gastfreundschaft. Na endlich! Etwas Kurzweil. Ich hätte schon fast gekotzt vor Langeweile. Der Satz kommt mir bekannt vor. Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Bänke weg! Jetzt werden ein paar Fressbretter geklopft. Stufe 30, ja komm. Ja komm. Ja komm. Bam, bam, bam. Bam. Also kaufen wir den Bock, geil genug ist er ja. Kaufen wir den Bock, geil genug ist er ja, was? War das genug? Hast echt gut ausgeteilt. Seh immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Tja. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen. Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Schon gut. Vergiss es einfach. Sehr gut. Männer prügeln sich nun mal gern. Reich mir die Hand, Hexer. Das war's wert. Okay. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Ach, noch ein Trinken. Und besuch mich bald, ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Okay. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir und wir können was Stärkeres kippen. Okay, wenn es so schwach ist. Klar, lass uns einen heben, Lukas.
Geralt, hätten wir keine wichtigen Pläne, hätte ich nichts dagegen, dass du dich bewusstlos trinkst. Trinke so, wie du kämpfst, dann werden wir Spaß haben. Auf Brand! Er ist ziemlich pisst auf uns. Auf Jarl Lugos den Irren und seinen Irrsinn. Das war nur ein kurzer Schluck. Wir sollten noch mit ein paar anderen Gästen reden. Ich wollte auch gar nicht so viel trinken eigentlich. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissacks Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Oh. Okay. Gehen wir. Ich nehme an, Moissack ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Der Blick sagt Scheiß. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Ich mach kurz Pause, damit wir nicht dazwischen quatschen. Wie gesagt, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss und bye.